Wenn du wissen willst, wie du deine Ridgeline am besten vorbereitest für den Einsatz im Gelände, dann schau dir das Video an. Herzlich willkommen bei Bushcraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Video richtet sich in erster Linie an die Neueinsteiger unter euch, die jetzt erst frisch mit dem Hobby Bushcraft angefangen haben und noch ein paar Anregungen suchen, ein paar Informationen brauchen, wie man das ein oder andere handhabt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Ridgeline vorbereite. Für diejenigen, die den Begriff Ridgeline nicht kennen, das ist die Schnur, die ihr spannt zwischen zwei Fixpunkten, im Gelände idealerweise zwei Bäume. Und daran befestigt ihr euer Tarp, euren Poncho, euer Zelt, was auch immer. Das nennt man Ridgeline. Und was ihr dazu alles benötigt und wie ich mich darauf vorbereite, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Natürlich gibt es zig verschiedene Varianten, wie man seine Ridgeline vorbereiten kann. Wenn ihr bei YouTube reinschaut, wenn ihr da einmal durchgoogelt, wie auch immer, ihr findet viele, viele, viele Anregungen. Aber eines haben sie alle gemeinsam, nämlich das Paracord. Ihr benötigt in erster Linie Paracord-Schnur. Paracord ist eine Nylonschnur. Moment, ist eine Nylonschnur, die ummantelt ist. Und jetzt machen wir es mal so, das sieht man es besser. Und in dieser Ummantelung sind viele, viele verschiedene Einzelfäden. Paracord zeichnet sich dadurch aus, dass es natürlich sehr strapazierfähig ist und sehr viel aushält. Ich habe hier jetzt eine 100 Meter Rolle von Go Elements. Ob das jetzt eine spezielle Marke ist, weiß ich nicht, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis war okay. Wie gesagt, das sind 100 Meter und das Ganze, kann man hier erkennen, hat eine Traglast von 250 Kilogramm. Sollte ausreichen für einen Tarp oder für einen Poncho. Ja, wo die Meinungen dann schon auseinandergehen, das ist beim nächsten Teil, nämlich hier die Bankline. Ich benutze die Bankline sehr gerne. Die Bankline ist eine spezielle Schnur. Das ist im Gegensatz zur Paracord-Schnur ist es eine gedrehte Nylon-Schnur. Diese hier, das ist glaube ich die Nummer 36. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Eine gedrehte Nylon-Schnur, die ich glaube, die besteht hier aus drei Fäden und zusätzlich ist diese noch mit Teer gedrängt. Was sie natürlich unempfindlich gegenüber Chemikalien, Öl und sonstige Dinge macht. Sie ist sehr stabil, aber auch sehr störrisch. Also im Gegensatz zu dem Paracord, und das sieht man ja nun schon, ne, wenn ich jetzt mal das Paracord nehme, und jetzt nehme ich mal die Bankline, ne, also die hat schon, sag mal, eine andere Standfestigkeit. Und ich rede hier jetzt nur von der Schnur. Und ich benutze die hauptsächlich für kleinere Schlaufen, kleinere Knoten oder wenn ich vielleicht zwei Stücke aneinander binden möchte, zum Beispiel ein Dreibein, dann benutze ich die. Habt ihr mit dem einmal einen Knoten gebunden, kriegt ihr den so schnell nicht mehr auf. Die zurrt sich ordentlich fest. Der Nachteil weiterhin bei der Schnur ist, wenn ihr die mal nehmt und zieht, die schneidet euch ordentlich in die Finger. Anders wie beim Paracord, dadurch, dass es ummantelt ist, ist es ein bisschen weicher und man kann es einfacher ziehen. Das ist hier schwierig. Da gehe ich dann meistens hin. Dann wollen wir mal kurz schauen. Da haben wir ein Stück. Da gehe ich dann meistens hin, wickel hier einmal die Schnur um ein Stück Holz rum. So, zack. Nehme dann das Stück Holz und ziehe ordentlich. Erstmal hat man mehr Zug drauf und die Finger werden entsprechend geschont. Das nächste, was ich benutze für meine Bankline, das sind so kleine Helferlein. Ihr habt das schon mal gesehen. Moment, ich schaue noch mal kurz. Hier haben wir es. Bei meinem letzten Video, wo es um das Survival Shelter Setup ging, das sind einmal hier diese Schlaufen mit den Dübeln dran. Dasselbe, was ich hier mit den Zeltherring, jetzt habe ich es gemacht, habe ich hier gemacht als einzelne Schlaufen, um da dann nachher meinen Pusik-Knoten oder Bremsknoten, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann an die Bankline anzubringen. Und daran befestigt ist auch hier einmal ein Dübel, wo man dann nachher sein Tarp, Poncho, wie auch immer einhaken kann und dann entsprechend das Ganze verzurren.
Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt erstmal zu der Frage, ja, wie viel Schnur sollte man für die Ridgeline verwenden? So, ich habe es mir immer zur Angewohnheit gemacht, dass ich, wenn ich rausgehe, immer einen sogenannten Schnurpouch dabei habe. Dafür habe ich mir hier nochmal eine zusätzliche Tasche zugelegt. Der eine oder andere kennt die Tasche. Die habe ich auch als Survival-Tasche. Nur diese hier ist in Digital Ton, die andere ist, glaube ich, in Woodland, wenn mich nicht alles täuscht. So, und wie ihr erkennen könnt, habe ich hier verschiedene Arten von Schnüre bzw. auch unterschiedliche Längen. Für die Ridgeline an sich benutze ich nie weniger als 6 Meter. 6 Meter ist, glaube ich, so eine ideale Länge. Alles, was weiter auseinander ist, wird A zum Spannen sehr schwierig. Und wenn ihr da was dranhängt über lange Strecken, das wisst ihr, dann hängt es durch, dann müsst ihr es nachspannen. Also der Aufwand ist wesentlich größer, wenn ihr eine längere Strecke abspannen müsst. Und 6 Meter, glaube ich, ist okay. Länger sollten oder weiter auseinander sollten die zwei Fixpunkte, das heißt die zwei Bäume, auch nicht stehen. So, um das abzumessen, habe ich es mir zu eigen gemacht, dass ich einmal, Moment, ich packe das mal weg, dass ich einmal die Strecke von meinem äußeren Finger 1 Meter abmesse und dann lande ich genau hier auf der Seite, nämlich auf meiner rechten Schulter. Und so kann ich dann entsprechend immer 1 Meter abmessen und kann dann auch schauen, wie lang muss meine Schnur entsprechend sein. Das Ganze funktioniert dann ganz einfach. Ich wickel hier mal ein bisschen Paracord ab. So, ich schnapp das einmal, zack, 1 Meter, 2 Meter, den Rest erspare ich euch und ich hole mir jetzt die 6 Meter von der Rolle runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die 6 Meter abgemessen und jetzt habt ihr hier so ein ausgefranstes Ende an der Paracordschnur. Da geht ihr einfach hin mit einem Feuerzeug. Das wird einmal angekokelt, das ist Nylon, das fängt an zu schmilzen. So, dann geht ihr einmal hin mit den Fingern, zack. Dann habt ihr das Ende verkokelt bzw. verödet und das Ende franzt dann letztendlich nicht mehr aus. Dasselbe macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Das nächste, was ihr macht, ihr nehmt ein Ende der Schnur, legt hier eine Schlaufe. Das kann ruhig so 10, 15, 20 Zentimeter sein. So, einmal rum, einmal durch. So, und einmal festgezurrt. So, dann habt ihr an einem Ende diese Schlaufe. Diese Schlaufe, das wird nachher euer Fixpunkt am Baum. Das heißt, ihr legt die einmal rum. Und das, ups, so jetzt, und das ist euer erster Punkt, wo ihr eure Ridgeline befestigt. Ich mache zusätzlich noch, wo habe ich es? Hier. Ich mache zusätzlich hier noch einen verschraubten Karabinerhaken ran. So ein, ja, wie nennt man es denn? So ein O-Ring. Wer den Fachbegriff weiß, schreibt es unten rein. Weil das für mich einfacher ist. Ich muss dann nachher keine großartigen Knoten machen, sondern rum um Baum das ganze Ding hier durchgezogen. Und dann wird das einmal hier zack befestigt. Und dann ist das auch gut. Geht relativ schnell. Das Ding ist nicht schwer. Und wenn man es hier nicht braucht, kann man es notfalls auch für andere Dinge verwenden. So, als nächstes kommen die kleinen Helferlein. Ihr seht es, ich habe hier schon mal so provisorisch eine Ridgeline gespannt, weil es dann einfacher ist, diesen Pusik-Knoten ranzumachen. Und ich bin jetzt auch gerade am Knien, aber ich denke mal, man kann es relativ gut erkennen. So, um den Pusik-Knoten zu machen oder diese Teile hier ranzumachen, geht ihr ganz einfach hin. Ihr legt von unten, und ich gehe jetzt einfach mal ein Stück hoch, dann kann es einfacher machen. Ihr legt von unten einmal die Schlaufe hier ran. Dann geht ihr hier durch. Einmal. So. Schaut, dass es sich nicht verdreht. Das sollte also schon so sauber liegen. So, dann gehen wir nochmal durch.
So. Und dann ziehen wir das Ganze fest. So. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt das Ganze dann entsprechend hin und her ziehen. So, geht ihr jetzt allerdings hin und ich halte die Seite jetzt mal fest. Da könnt ihr ziehen, bis ihr schwarz werdet. Das Ding bewegt sich nicht mehr und dann könnt ihr es wieder ganz normal hin und her schieben. Und das macht ihr zweimal. So, damit ihr seht, wie das funktioniert, ich mache es jetzt hier mal in einer Trockenübung. Selbstverständlich zeige ich euch das auch noch mal draußen im Gelände. Ihr geht einfach hin, zack, einmal hier durch. So, dann habt ihr hier das Ganze fest. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Tarp ganz normal zu spannen. Ne? Ziehe ich jetzt hier am Tarp, bewegt sich gar nichts. So, jetzt kann ich es wieder ganz normal hin und her schieben. Ziehe ich wieder am Tarp, bewegt sich nichts. Das geht draußen im Gelände ruckzuck und ganz schnell. Und ihr habt damit wenig Aufwand. Wenn ihr hier eure Pusik-Knoten rangemacht habt, den einen hier, den muss ich nochmal neu machen, da hängt genau der Knoten drin, aber das ist nicht so schlimm. Wenn ihr eure Knoten hier rangemacht habt, dann nehmt ihr die einfach und schiebt die ans Ende eurer Schnur, nämlich da, wo ihr eure Schlaufe gemacht habt, damit ihr die nachher beim Schnuraufwickeln da nicht mit verheddert. So, dann habt ihr alles gleich in einer Hand, wenn ihr draußen euer Schrägdach aufbaut. So, als nächstes geht ihr hin. Nehmt das Ganze. Ich mache es dann immer so. Na, geh mal einen Schritt zurück, dann sieht man es besser. Einmal über den Ellbogen die Schnur aufwickeln. Auch da gibt es sicherlich andere Varianten. So, wenn ich mal ungefähr so einen Meter frei habe, nehme ich die Schnur. Zack. Und beginne einfach, und da gehe ich mal näher ran, die Schnur hier sauber drum zu wickeln und festzuziehen. So, den Rest erspare ich euch. So sieht das Ganze dann im aufgewickelten Zustand aus. Hier habt ihr euren Fixpunkt mit der Schlaufe und dem Karabiner. Ihr könnt es auch ohne Karabiner machen. Da gibt es auch Möglichkeiten, das festzumachen. Ihr habt hier eure Befestigungen mit dem Pusik-Knoten. So, und ihr habt es sauber aufgewickelt. Das könnt ihr jetzt so sauber in euren Rucksack packen, in euren Schnurpouch packen oder so wie ich es mache, einfach in euer Shelter-Setup reinwickeln. Da seid ihr völlig frei, aber ihr habt immer eine fix und fertige Ridgeline zur Hand, ohne wo ihr großartig was rummachen müsst. Wenn ihr das dann noch in Kombination vielleicht mit sowas habt, dann braucht ihr auch nicht großartig jetzt hier hingehen und Schnüre an eure Ösen knöpfen, sondern hier zack, einmal rein in die Öse, den Hering in den Boden rein, sauber abgespannt und dann geht das relativ schnell. Nachher beim Abbau müsst ihr nur noch hingehen, am Poncho ziehen, der Hering geht mit raus und der Hering bleibt sogar im Notfall in dem Poncho hängen, wenn ihr mal schnell weg müsst, ohne dass ihr dann anfangen müsst, Schnur weg. Dann, ach, wo ist denn jetzt mein Hering? Ich habe ihn vielleicht versehentlich im Boden getreten. Könnt ihr euch alles ersparen? Schnelle Variante, genauso wie das. Ruckzuck abgehängt. Ihr könnt normalerweise einfach das Tarp nehmen, die Schnüre lösen, das Tarp wegreißen oder den jetzt Poncho, ne, schon wieder Wortfindungsschwierigkeit, den Poncho nehmen und wegreißen. Es bleibt alles am Poncho oder am Tarp hängen, weil es mit diesen, ja, mit diesen Dübeln befestigt ist, also da kann nichts rausrutschen, da kann nichts verloren gehen, genauso wie hier. Also habt ihr alles zusammen,
könntest notfalls zusammenkrumpeln, ab in den Rucksack oder unter den Arm klemmen und ab durch die Mitte, ohne dass ihr irgendwas zurücklassen müsst. Ob das jetzt für euch die passende Variante ist, das müsst ihr letztendlich selbst entscheiden. Ich habe euch jetzt mal eine Variante gezeigt, wie ich es handhabe mit der Ridgeline. Schaut euch andere Videos an. Es gibt sicherlich noch andere Varianten mit Karabinerhaken hier und Karabiner da und mit Abspannvorrichtung. Ist mir aber alles zu kompliziert. Das Teil hier ist nicht groß. Moment, schauen wir doch gerade mal. Wo ist mein Meterstab? Das Ding hat jetzt gerade mal eine Größe von 35 cm. Wenn ihr das Teil zusammenlegt, zack, das kann ich nehmen. Bang aus Ende, habe ich hier meine 6 Meter Ridgeline in meiner oberen Brusttasche drin, mit allen Verankerungen, die ich brauche. Mein Poncho, bang, ab, der passt in die Beintasche von jeder Militärhose. So, dann habe ich schon mein Poncho. So, wo ist er? Da ist mein Hering. Bang, den packe ich in die andere Seitentasche. Dann habe ich mein komplettes Setup am Mann und muss es noch nicht mal in einen Rucksack oder in eine Tasche packen. Und ich bin überall trocken und ich habe überall die Möglichkeit, mal kurz in einer bestimmten Situation, ob es jetzt Survival ist oder was auch immer, jetzt wollen wir uns mal nicht an den Begriff Survival festbeißen. Ich habe aber die Möglichkeit, immer und überall ein Shelter-Setup aufzubauen. Und wenn ich jetzt den Poncho nehme, und ich bin der Fan vom US-Poncho, weil das Ding ist so vielfältig einsetzbar, ob es als Schlafsack ist, ob es natürlich die Ursprungsform, nämlich zum Trockenhalten ist, oder ob es ein A-Frame ist, oder ob es einfach ein Schrägdach ist. Also man kann mit diesem Poncho wirklich viel machen, der ist extrem strapazierfähig. So Freunde, das soll es auch schon mal gewesen sein zu diesem Thema. Wie eingangs schon gesagt, das Video richtet sich in erster Linie an die Neueinsteiger in die Bushcraft-Szene. Und vielleicht ist ja was Passendes genau für dich dabei gewesen. Und schaut euch auch gerne andere Videos an. Input, Input, Input. Dann versucht das für euch Beste umzusetzen und probiert es vor allem draußen im Gelände aus. Ja. Ich werde jetzt in Zukunft öfters mal solche Videos einfließen lassen, wo ich einfach so praktische Tipps gebe für Dinge draußen im Gelände. Ob es jetzt im Bereich Survival ist, ob es jetzt mit diesem Poncho-Setup ist oder ob es jetzt wie diese Bankline. Klar, für Fortgeschrittene, für Profis ist es relativ uninteressant. Aber wir wollen ja auch schauen, dass wir Leute wieder dazu bekommen, unser Hobby auch auszuleben. Und da denke ich mal, wäre jeder Anfänger froh, wenn er irgendwo mal ein bisschen Tipps kriegt. Ja, dann bleibt mir wieder nur eines zu sagen. Danke, dass ihr da wart. Schön, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal den Abonnieren-Button klicken würdet. Vielleicht auch einen Daumen hoch, wenn es euch vielleicht nicht gefallen hat. Einmal den Daumen nach unten. Ich bin immer gerne für Anregungen und auch Kritiken offen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, bleibt mir gesund und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Bushcraft Pfalz.